Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Wie einst der große Philosoph Marcus Burnett sagte, Passagier 57, darf ich jetzt bitte mein Erfrischungstuch haben? So gesellt sich nun auch Idris Elba unter das fliegende Volk. Willkommen beim Telestammtisch und zur Besprechung der Apple TV Plus Serie Hijack, die mit 7 Folgen seit dem 28.06. läuft. Ich bin der Sven und an meiner Seite ist wieder die Britt-Marie. Hallo. Hallo. Ja, ich habe mir also Hijack angeschaut, auch noch so schön geschrieben im Namen mit H, Schrägstrich und dann eben Jack, sodass du eben dieses Wort Jack auch alleine im Titel mit stehen hast. Naja, und Hijack, was bedeutet das? Das bedeutet eigentlich ja Überfall, zumindest kenne ich eben das Wort Hijack als Überfall. Und genau das ist es auch, was in dieser Serie passiert. Wir befinden uns auf Flug KA-29, der eben 7 Stunden braucht, um von Dubai nach London zu fliegen. Und an Bord befindet sich Sam Nelson, gespielt von Idris Elba. Und plötzlich, soweit kann man das verraten, das ist also kein großer Spoiler, denn das ist die Prämisse der Serie, plötzlich enttarnen sich Kidnapper, die eben den Flug kidnappen und mit vorgehaltener Waffe die Passagiere bedrohen und es schaffen, wie auch immer, das kann man jetzt natürlich diskutieren, das Flugzeug unter ihre Gewalt zu bringen. Und das Ganze ist am 28. Juni bereits gestartet. Es sind also auch schon einige Folgen draußen. Und es ist super, super spannend. Sie machen immer ganz tolle Cliffhammer am Ende der Folgen, was einen aber so insofern in den Wahnsinn treibt, weil nämlich Apple TV Plus natürlich intelligenterweise jede Woche nur eine Folge sendet. Das heißt, jede Woche mittwochs kommt eine neue Folge raus. Und oh mein Gott, diese Cliffhammer am Ende machen einen wahnsinnig. Ja, eine sehr, sehr spannende Serie, die von Jim Field Smith und George Kay entwickelt wurde, die auch Regie führen in der Sendung. Und Jim Field Smith kennt man vielleicht von einem Netflix-Projekt, nämlich Criminal Vereinigtes Königreich, beziehungsweise hat auch Episoden für Criminal Spanien gemacht. Das war ja dieses Projekt, wo der Gedanke war, dass ein Fall seziert wird aus dem Verhörraum heraus und es wurden verschiedene Länder gezeigt, die alle quasi in diesem eigenen, in diesem gleichen Verhörraum ihre Fälle lösen müssen. Das heißt, alle saßen irgendwie immer am gleichen Platz und davon ausgehend, immer mit dieser gleichen Einstellung, wurden die verschiedenen Fälle eben seziert. Und da gab es auch eine sehr, sehr gute Serie Criminal Deutschland, kann ich sehr empfehlen. Und es gab eben auch Spanien, Frankreich und Großbritannien. Und für Großbritannien und Spanien hat er eben auch Regie geführt. Und das merkt man, finde ich, auch ein bisschen hier in Hijack. Es hat so ein bisschen das gleiche oder ein ähnliches Feeling. Und George Kay, der eben auch da seine Finger mit im Spiel hat in Hijack, der hat vor allen Dingen für Lupin gedreht, auch ein Netflix-Projekt und war auch bei Criminal mit tätig. Die beiden haben sich also hier dieses Projekt geschnappt. Und das Besondere an diesem Projekt, abgesehen von Idris Elba natürlich, der diese Serie als Galionsfigur auch anführt, also ich habe auch ehrlich gesagt nur eingeschaltet, weil Idris Elba mitspielt. Das Besondere an dieser Serie ist, es hat 7 Folgen, der Flug dauert 7 Stunden. Es ist tatsächlich eine Serie, die in Echtzeit stattfindet. Geht das Konzept gut auf? Ja, tatsächlich. Es gibt 1-2 Schwächen und zwar da, wo es nicht im Flugzeug spielt. 90% der Serie spielt tatsächlich im Flugzeug, aber es werden auch ein paar Leute gezeigt oder ein paar Situationen unten an Land. Also zum Beispiel werden die Fluglotsen gezeigt mal oder es wird auch mal in Dubai eben der Flughafen gezeigt, wo die Paketkontrolle, also die Kofferkontrolle, wenn die so durchleuchtet werden, die wird auch mal gezeigt. Also es gibt so ein paar Situationen, die eben nicht im Flugzeug spielen. Da merkt man deutlich, dass es schwächelt, aber die Szenen im Flugzeug, die sind großartig und das geht wirklich auf. Und ja, natürlich ist Idris Elba derjenige, der da absolut diese ganze Handlung beherrscht. Und der Mann kann halt schauspielern. Selbst wenn das Material vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen schwächer sein sollte. Aber Idris Elba macht da Gold draus, das muss man wirklich sagen. Und das ist auch tatsächlich für mich der Grund, warum diese Serie so gut funktioniert. Weil da eben jemand sitzt, der das kann.
Um ihn drumherum sitzen natürlich auch noch ganz viele andere Schauspieler. Man lernt ja dann natürlich auch die Leute im Flugzeug kennen. Und die sind ja auch die ganze Zeit über mit dabei, außer es passiert halt was. Aber grundsätzlich sind alle, die da halt sitzen, die ganze Zeit da. Das heißt, du kannst auch nicht irgendwie mal um jemanden rumkommen oder so, wenn der jetzt schlecht spielen sollte. Und das ist wirklich ein sehr, sehr spannendes und interessantes Konzept. Auch insofern, weil nämlich Sam Nelson, der ja die Hauptfigur spielt, also Idris Elba, der ist von Haus aus Verhandler. Und ich so, was ist denn bitte ein Verhandler? Also der wird angestellt von großen Corporations, wenn es um den Abschluss von Großverträgen geht. Also wirklich Verträge, wo Millionen, Billionen eben drinstecken. Und er ist derjenige, der dann zwischen den Parteien verhandeln soll und das Beste rausholen für seinen Klienten. Und das ist natürlich die ideale Voraussetzung jetzt in so einem Kidnapper-Fall, weil sein Ziel, sein Endziel ist, alle sollen heim nach Hause kommen. Und er macht genau das, was er auch in seinem Job macht. Er nimmt die Verhandlung auf. Und das bedeutet aber auch, dass er öfter mal die Rolle wechselt. Denn wenn er verhandelt, um das Beste rauszuholen, kann das auch bedeuten, dass er vielleicht mal auf der Seite der Verbrecher ist, zwischendrin. Das macht es für den Zuschauer so spannend, weil man die ganze Zeit denkt, er ist eigentlich ein Guter, aber es werden öfter mal Fronten gewechselt. Ist es also eher eine Art Psychospiel, was da stattfindet? Also keine ein Mann Aufräumkommando, das im Flugzeug dann für Recht und Ordnung sorgt, sondern eher ein, ja, Bäumchen-Wechsel-Dich-Spiel. Ja, eher das. Du hast Actionanteile, absolut. Du hast auch Thriller-Anteile, auch das, absolut. Aber in erster Linie ist es tatsächlich ein großes Rätselraten. Und das macht es eben auch so spannend für den Zuschauer, weil man als Zuschauer nie so richtig weiß, jetzt bei Idris Elba kann man sich es vielleicht noch denken, aber man weiß nie so richtig, wer ist auf welcher Seite, wer verfolgt welches Ziel und was heißt das für den Rest der 7 Stunden. Also es kann ja sein, dass einer dann vielleicht, wenn er sein eigenes Ziel verfolgt, eingreift in Situationen, wo man besser nicht eingegriffen hätte. Oder aber es gibt Passagiere, die irgendwie versuchen, einen Plan auszuhandeln, wie sie eben die Kidnapper überwältigen können. Und plötzlich reagiert einer von den Passagieren mit was ganz anderem, weil der eben ein anderes Ziel hat oder irgendwie vielleicht auch zu einer anderen Gruppe dazugehört und versaut diesen ganzen Plan. Also es gibt einiges, was sich da in diesem Flugzeug abspielt und das haben sie ganz gut hinbekommen. Es ist jetzt, wenn ich eine Skala hätte, es ist keine 10, aber es ist eine solide 8. Also es ist schon sehr, sehr spannend. Aber es kommt jetzt bei 7 Folgen, mit der Laufzeit von 1 Stunde, wenn wir ja auch von Echtzeit ausgehen, jetzt keine Langeweile auf oder dass du irgendwie auch sagst, ach Gott, da hätte man jetzt vielleicht ein bisschen mehr die Zügel anziehen sollen. Grundsätzlich kann ich sagen, das kann ich auch schon jetzt sagen, aus den Folgen heraus, die gelaufen sind. Es gibt, wie gesagt, die eine oder andere Szene, wo ich mir als Zuschauer auch gedacht habe, na, musste das jetzt sein, aber das überwiegt nicht. Ja, also natürlich hat es zwischendurch einen kleinen Hänger, aber das ist so vernachlässigbar in der Gesamtspannung, die diese ganze Serie hervorruft, dass das wirklich kein Ding ist. Ja, also das heißt, ich finde, man ist sehr, sehr gut unterhalten. Sie haben immer, wie gesagt, sehr, sehr schöne und manchmal auch echt quälende Cliffhanger am Ende, wo man da sitzt und denkt, oh mein Gott, ich kann nicht noch eine Woche warten. Das macht also wirklich sehr, sehr viel Spaß. Ich kann das guten Gewissens empfehlen. Das hat mich überrascht, auch muss ich sagen, dass die große Mutter der Echtzeitserie ist ja 24 mit Jack Bauer. Jack Bauer war eben die Hauptfigur in 24. Und für mich hat es sich so angefühlt, dass seit 24 irgendwie alle möglichen Serien dieses Konzept der Echtzeitgestaltung irgendwie gemacht haben und es ist überhaupt gar nichts Neues mehr. Und jetzt hatte ich aber in der Kritik gelesen, dass Hijack tatsächlich die erste Serie nach 24 ist, die dieses Konzept über eine komplette Serie wirklich nochmal versucht zu fahren. Dieses Konzept von Echtzeit, da gab es in anderen Serien öfter mal Versuche mit einzelnen Folgen. Aber dass eine komplette Serie, so wie bei 24, auch wirklich in Echtzeit spielt, das hat es seitdem nicht mehr gegeben. Da ist dann Hijack jetzt eigentlich erst die zweite. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich war sehr überrascht, wenn es stimmen sollte. Also das habe ich zumindest jetzt im Zuge eben dieser Serie gelesen. Dann dachte ich, ja wow. Und das Konzept funktioniert halt bei so einem Flug wirklich auch gut. Das muss man tatsächlich sagen. Alles in allem kann ich sehr empfehlen. Hier übrigens möchte ich auch noch mal kurz eine Stange für Apple TV Plus brechen. Es gibt viele, die haben das nicht oder sagen, es ist zu teuer oder was soll ich damit und so. Aber von allen Streamingdiensten da draußen, die ich haben werde vielleicht auch,
finde ich, dass Apple TV Plus durch die Bank weg immer hochqualitativ tolle Serien hat. Die sind qualitativ immer sehr, sehr gut. Und da reiht sich auch Hijack für mich ein. Und hier übrigens noch vielleicht ein kleines Easter Egg, man weiß es nicht. Hijack, dieses Jack steht ja dann alleine. Vielleicht ein kleiner Verweis auf Jack Bauer aus 24? Könnte sein, man weiß es nicht. Fand ich eine nette Idee zumindest, als das jemand in den Raum geschmissen hat, als, ja, als versteckten Gruß an die Macher von 24, weil sie ja damit in der Nachfolge eben dieser Urmutter der Echtzeitserien stehen. Ja, wunderbar. Dann soll es das gewesen sein. Wie gesagt, die Serie steht und fällt mit Idris Elba. Idris Elba kann schauspielern. Es ist spannend. Es gibt hier und da kleine Schwächen, aber im Gesamtkonzept der Serie und so spannend, wie sich die gesamte Serie auch gestaltet, ist das wirklich vernachlässigbar. Und wenn ihr Freude habt an so ein bisschen Spannung und ein bisschen Krimi und natürlich auch ein bisschen Thriller und so und ein bisschen Action, ja, ist auch dabei, dann würde ich euch die Serie wärmstens ans Herz legen. Gut, dann verabschieden wir uns, würde ich sagen. Genau, wunderbar. Macht's gut, tschüss. Bis denn, tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.